Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Garden Witch Life. Ja, in der letzten Folge sind wir genau hier, haben wir aufgehört. Und wundert euch nicht, sollte mein Gesicht ein bisschen anders aussehen. Ich glaube, die Augen sind ein bisschen dunkler. Ich habe nochmal von vorne angefangen, weil ich habe dann tatsächlich gesehen, mich hat das total gewurmt, weil da die ganze Zeit Player stand. Und ich habe tatsächlich gesehen, dass da, wo das Symbol für Männlein, Weiblein drin war, dass da ja auch die Möglichkeit war, einen Namen einzugeben. Das habe ich dann noch schnell gemacht, habe das Ganze nochmal alles neu gemacht. Und ja, jetzt können wir auch mit meinem normalen Namen hier endlich weitermachen. Ein paar Samen für dich, okay. Oh, aber ganz schön viele. Ich habe, Moment, May war das jetzt... War die das jetzt? Hieß sie nicht anders? Ich habe ein kleines Willkommensgeschenk für dich vorbereitet. Eine leckere Lunchbox für jetzt und ein leckeres und gemütliches Kartoffelsuppenrezept für später. Alle Zutaten, die du brauchst, habe ich dir beigelegt. Und das Beste ist, dass du die Kartoffeln anpflanzen kannst, um mehr zu bekommen. Viel Spaß! Okay, das ist super. Gut, bei Kartoffeln ist das eigentlich logisch. Da bekommt man, ja gut, keine Kartoffelsamen eigentlich, sondern man kriegt halt die Setzlinge, wenn man so will hier. Naja, Setzlinge heißt das nicht. Ach, wie heißt das nochmal? Wenn die Kartoffeln sprießen. Dadurch kriegt man ja im Endeffekt dann wieder neue Kartoffeln. Tomatensamen haben wir auf jeden Fall noch bekommen. Petersilienblätter. Salz. Kartoffelsuppe-Rezept. Ah, das können wir dann direkt anwenden. Und hier einmal das Lunch-Paket. Sehr schön. Muss ich das irgendwie annehmen? Ach so, okay. Die muss ich annehmen. Okay, okay. Dann Werkzeuge. Hey, Mai ist vorbeigekommen und hat mir erzählt, dass jemand Neues eingezogen ist. Zur Begrüßung habe ich ein paar alte Sachen zusammengekratzt. Komm in die Schmiede vorbei, wenn du etwas Besseres brauchst. Tin. Sehr, sehr cool. Wir haben eine Gießkanne, eine Sichel und einen Hammer bekommen. Sehr cool. Wie ist das Rezept? Okay. Oh, das sieht aber lecker aus hier. Moment, Hammer, Sichel und was war das andere? Das war zum Regnen, wollte ich gerade sagen. Nehmen wir mal den Hammer und tauschen ihn mal da aus. Zum Gießen, das wollte ich sagen. So, das tauschen wir auch aus. Das sind alles so Sachen, die ich ja jetzt nicht unbedingt brauche. Achso, das habe ich jetzt gelesen, okay. Also mit Linksklick kann man das Rezept lesen. Habe ich gerade gelernt. So, sehr schön. Kartoffelsuppe. Geh ins Haus. Nein, ich möchte erstmal gucken. Hm, das Seil fehlt. Na gut, dann müssen wir da noch ein Seil machen. Wie genau, weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben jetzt den Hammer, aber der ist wahrscheinlich nur zum Reparieren, ne? Damit kann ich platzierte Möbel aufheben. Ach so. Da können wir ja quasi gar nichts damit machen. Eine Sichel. Damit kann ich ganz einfach Pflanzen schneiden. Das ist schön. Gucken wir mal hier. Kriegen wir Gras mit? Okay. Ah, da können wir das Seil mitmachen. Ah! Sehr cool. Und wenn wir hier was damit machen? Kristallweizen nähern und Grünschnitt. Okay. Und die dunklen hier? Ja, schneiden. Tool Upgrade. Ah, okay. Die dunklen kann ich noch nicht. Da brauche ich ein Seil für. Die Frage ist jetzt, wie mache ich jetzt das Seil? Gucken wir mal eben. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, auch noch gar nicht. Wachsen lassen, fang an zu kochen, alter Brunnen. Benutze die Sichel, um 10-mal Gras zu schneiden. Ich habe jetzt erstmal 4-mal, oder? Und Tin treffen. Die kann ich jetzt alle aktivieren, oder was heißt das jetzt hier? 10-mal Gras schneiden. Na gut, dann machen wir das erstmal... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich hätte auch unten gucken können, aber egal. Benutze die Werkbank im Haus, um ein Seil herzustellen. Ah, die ist im Haus. Okay. Wir können das so noch nicht machen anscheinend. So. Je, das sieht ja hier alles so ein bisschen... Bisschen chaotisch aus, würde ich mal fast sagen, ne? Nun gut, Werkbank.
Da, ein Seil machen wir damit. Was machen wir mit dem ganzen Schrott hier? Kriegen wir den auch irgendwie weg? Okay, da haben wir nochmal Gras. Wir müssen ja irgendwie gucken, dass das hier, ne? Das ist ja jetzt hier bewildert, sozusagen. Wir müssen gucken, dass wir uns das jetzt wieder zurückholen. So. Dann haben wir ein Seil. Macht er das automatisch, wenn ich... Ja, sagt das direkt. Das sollte genügen. Jetzt kann ich ihn benutzen, um Wasser zu holen. Sehr schön. Eiswürfel, destilliertes Wasser. Beides kann ich jetzt damit machen, nehme ich an. Verwenden. Okay. Ja, ich nehme mal 10-mal Wasser. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wofür ich das brauche und nichts. Das Gras machen wir hier mal weg. Das sieht ja auch halt nicht schön aus, ne? Es ist auch nicht grün und nichts. Ich laufe hier wie so ein Sichelmörder, laufe ich hier gerade in der Gegend herum. So. Entfernen. Ja, das ist kaputt, ne? Kann man aber anscheinend nicht entfernen. Hm? Gibt es da einen Trick bei? Kann man das entfernen? Ja, schlafen brauche ich ja jetzt nicht. Hm. Steht die linke Maustaste, funktioniert aber nicht. Mal schauen. Was ist denn mit dem Kessel hier? Da können wir theoretisch unser Essen machen. Also wir haben jetzt Petersilie, Kartoffelwürfel. Das heißt, die müssen wir dann schneiden, nehme ich an. Kuchenstück, Kartoffelwürfel. Ach, das muss ich selber machen. Ach du Scheine. Okay. Reicht das? Ich muss Würfel machen, ne? Ah ja, okay. Ist ein bisschen kompliziert. Ich meine, ich habe doch jetzt hier Würfel gemacht, oder nicht? Würfel sind nur die, die... Okay. Muss man hier noch richtig arbeiten. Hilfe. Okay, Kessel. Dann Kartoffelsuppe. Oh Gott. Erwärmen, rühren. Petersilie als letztes... Also Kartoffel, Salz. Erwärmen, rühren. Kartoffel, Salz... Erwärmen. Ist das hiermit? Rühren. Rühren. Petersilienblätter und rühren. Juhu, es hat geklappt. Oh mein Gott. Es hat wirklich geklappt. Es war so nett von May, mir dieses tolle Rezept und alle Zutaten zum Kochen zu geben. Ich möchte ihr für das danken, was sie für mich getan hat. Vielleicht kann ich einen Teil meines neuen Lebens mit ihr teilen. Ich werde kreativ und bereite etwas aus meinem eigenen Garten zu mit ganz viel Liebe. Aber zuerst muss ich ein paar Zutaten sammeln. Ja, cool. Sammle 5 Brennnesselblätter. Okay, machen wir doch. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie hier die Brennnesseln aussehen. Beziehungsweise wo ich die... Ach, Moment, das sind die hier, oder? Grünschnitt steht da nur. Also Grünschnitt ist ja schön und gut, aber das sind keine Brennnesselblätter. Kriege ich denn Brennnesseln her? Hm. Sammle 5 Brennnesselblätter. Ich habe aber nur Grünschnitt. Und ich habe einen hinteren Eingang, so wie es aussieht. Habe ich eben nicht drauf geachtet. Aber wo kriege ich bitte... Da wächst was ich nicht abbauen kann.
Weil hier steht ja immer noch, ich habe immer noch keine Brennnessel gefunden. Muss ich da irgendwo anders hin? Vielleicht? Moment, ich guck mal eben im Inventar. Vielleicht steht da irgendwas zu geschrieben. Dankeschön, Suppe. Wachsen lassen. Pflanze eine Tomate, pflanze eine Kartoffel. Ja, kann ich schlecht machen, weil, ne? Hat einen großen Garten. So. Das ist für die Brennnessel super. Das ist ja auch soweit okay. Tagebuch, Tutorial, Welt. Ich werde die Orte, die ich besuche, aufschreiben. Okay. Haben wir eine Karte? Oh ja, wir haben eine Karte. Wir können aber leider nicht rein... Oder? Können wir hier mit zoomen? Wo bin ich denn? Bin ich hier oben? Zu Hause. Zu Hause? Spa, Werkstatt. Wie zu Hause, zu Hause? Habe ich zwei Zuhauses? Tüftelei. Da können wir leider auch keine Dings machen, keine Markierung. Aber da müssten wir im Endeffekt runter und dann links rum. Frage ist halt immer noch, wo ich Brennnesseln herbekomme. Ich dachte, da könnte ich jetzt Brennnesseln holen. Die Schweine. Moment, wieso bin ich jetzt hier? Bin ich jetzt hier? Stadt, Werkstatt. Bibliothek? Nee, wo bin ich denn jetzt? Ist ja jetzt bis hier unten gegangen? Da müsste ich theoretisch links hoch. Ah ja, doch. Das sollte Tinis Wunderland. Tinis Schmiederei, was auch immer sein. Hallo, ich bin Tin. Ach, Tin, nicht Tini. Lokale Ingenieurin und Tüftlerin in allen Bereichen. Was kann ich für dich tun? Hey! Ja, hey, halt, ne? Hey, kannst du für mich tun? Hey! Brauchst du noch etwas? Ja, vielleicht. Lauf doch nicht einfach weg. Ich brauche mehr Werkzeuge. In meinem Garten gibt es viele Steine und alte Baumstämme. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Hast du eine Idee? Oh, richtig. Keine Sorge, ich glaube, ich habe etwas, das dein Leben einfacher macht. Ich habe Äxte, Spitzhacken und Schaufeln. Ich kann dir das Ganze für 200 Münzen geben. Ah, das klingt toll, aber ich kann mir das im Moment nicht leisten. Ach, mach dir nichts draus. Nimm das Werkzeug jetzt und zahle es mir später zurück. Ey, die sind cool hier. Da ziehe ich sofort ein. Du weißt, wo du mich findest. Oder habe ich... Warte mal, ich habe 200. Nee, das sind 200. Ich habe 100. Kann ich denn eine Anzahlung machen vielleicht? Auch nicht, ne? Moment, Schaufel, Spitzhacke, Axt. Können wir die Münzen auch mitnehmen? Nein, leider nicht. Schade. Okay, ja, dann bezahle ich das später mal, ne? Oder auch nicht. Mal gucken. Nein, wir sind ja nicht so. Gut, das ist jetzt nur zum Abbauen. Das heißt, dass wir hier mal ein bisschen umswitchen müssen. So, Moment. Da habe ich jetzt Blödsinn gemacht. Da ist Wasser. Das können wir vielleicht nochmal nach unten tun. So, und die Samen, die bräuchten wir dann ja auch gleich mal. Die tun wir direkt schon mal nach oben. Okay. Große Frage. Können wir hier irgendwas machen oder ist das für die reserviert? Oh, cool. Moment. Damit kann ich Steine abbauen. Das ist schön. Aber das anscheinend nicht, oder? Also meine Ausdauer geht runter, aber es tut sich hier nichts. Ich denke mal, das wird dann eher später nochmal gebraucht werden. Na gut, bezahle Tin. Ja, ich habe es ja verstanden. Ich brauche aber immer noch Brennnesseln. Ich hatte gedacht, dass ich die auf dem Weg finde. Das wollte ich eigentlich sagen. Was ist denn das hier? Die kann man nicht abbauen, oder? Das sind keine Brennnesseln, das ist mir schon klar, aber... Ich dachte, ich hatte gehofft, dass man die abbauen kann. Na gut. Ich würde gerne. Diese Axt ist sehr nützlich, um Holz zu sammeln. Nee, wirklich? Ich würde aber trotzdem gerne die Spitzhacke haben.
So, Ziegelsteine kann ich machen. Okay. Dann mache ich mir hier vorne jetzt erstmal ein bisschen Platz. Damit ich mir hier vielleicht ein Beet hin machen kann. Das ist eigentlich so ganz schön. Das ist der Eingang. So, ich denke, ich brauche eine Schaufel dafür. Oder auch nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Wir machen jetzt hier eine Kartoffel. Das geht anscheinend nicht. Ich kann die so aber reinmachen. Abbrechen. Graben bedecken. So mache ich das wieder zu. Okay. Wir versuchen es einfach mal so, dass wir hier die Kartoffeln reinmachen. Das können wir einfach so. Ich dachte, wir müssen jetzt extra. Normalerweise gräbt man da ja sowas, ne? Nee, 8. So, das ist zu nah dran, heißt das, oder was? Das ist pink. Echt jetzt? Darf das nicht zu nah dran sein? Doch, das kann ich. Ah, Moment, gieße jeden Tag. Oder heißt das, das hat so eine gewisse Wirkung, weil das in der Nähe. Das probieren wir mal aus. Moment, das machen wir mal hier hin. Weil das hier in der Nähe gepflanzt wird, dass das vielleicht sogar noch besser ist dann. Das probieren wir mal aus. Das. Hier noch ein bisschen Wasser und da noch ein bisschen Wasser. Und irgendwie kriege ich das nicht so richtig hin. Aber okay, kann man das hier am Brunnen eventuell... Ah ja, kann man auffüllen. Sehr schön. Ich muss hier ja auch mal so ein bisschen, ne? Lass mal ein bisschen schauen, was ich hier alles machen kann. Das ist aber ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisher. Und ich denke, auch wenn ich eigentlich jetzt aktuell gar keine Zeit dafür habe und gar keinen, ja, Sendeplatz quasi dafür habe, aber ich denke, ich habe mich doch dazu entschieden, davon ein ganzes Let's Play zu machen. Ich finde das einfach so cool. Bisher, das Spiel. Ich mache mal die ganzen Steine weg. Was auch gut ist, man haut da zweimal drauf und dann sind die weg. Gut, mit der Ausdauer. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das dann dauert. Ich denke mal, wenn man schläft, wird die wieder aufgefüllt. Graben wir uns hier mal so ein bisschen quasi durch den Garten durch. Aber wir haben halt immer noch das Problem, dass wir keine... Ja, vor allen Dingen, wie will ich eigentlich Geld kriegen? Das ist auch noch das andere Problem. Fällt mir gerade auf. Aber was ich eigentlich meinte, wir haben immer noch das Problem, dass wir keine... was waren das? Brennnessel. Blätter haben. Ja, ich werde das nicht schaffen, mir alles freizukriegen. Also ausdauermäßig werde ich das nicht schaffen. Ich würde aber auch gerne irgendwie ein paar Blumen oder sowas mal hier reinmachen. Also nach dem Trailer, den ich gesehen habe, und ich muss ganz ehrlich sagen, das war so ein cooler Trailer, da waren so schöne Bilder mit drin. Da habe ich richtig Lust auf dieses Spiel gehabt und habe mir aber gedacht, naja, ich weiß aber halt nicht, wie es ist. Wenn ich jetzt sage, ich mache ein Let's Play davon und ich mache dann doch kein Let's Play davon, weil es mir dann doch irgendwann nicht mehr gefällt oder so, ist das natürlich auch doof. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt ja fast am Ende von der zweiten Folge und das hat mich so abgeholt irgendwie, so optisch und weil es so niedlich ist und auch so die Story, sage ich jetzt mal, ich finde es ganz lustig, dass wir eine Kaktusdame haben, die uns hier dieses Haus quasi überlassen hat oder uns hier hingeführt hat, sagen wir es mal so. Überlassen konnten wir es ja nur für uns selber. Da hat ja kein anderer was mit zu tun, hatte sie ja gesagt. So. Ah, kriegen wir das noch hin? Nee, nicht mit einem... Ah, doch, mit einem Schlag kriegen wir noch hin. Sehr schön. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal gut was weggeräumt für heute. Die Frage ist jetzt nur, wir haben jetzt schon abends 11 Uhr. Wie sieht es von der... Ach so, oder steht da die Werkbank vor? Oder ist da irgendwie Müll drin? Ich weiß es nicht, wir müssen mal gucken. Es müsste dann ja... Es müsste dann der Baum sein, oder?
Ah, Moment. Das ist ja cool. Wir können... Wir kommen hier nicht mehr raus. Hallo, das ist nicht so cool. Hallo? Hilfe. Oh, gut. Okay, also wenn wir uns ein bisschen ausruhen, uns nicht bewegen, scheinen wir auch wieder Ausdauer. Sieht man jetzt oben links, Ausdauer ein bisschen zurückzubekommen. Ich kann das hier trotzdem nicht kaputt machen. Aber hinten, eigentlich könnte ich hier die Sachen kaputt machen. Zumindest ging es eben noch. Jetzt will er es eigentlich nicht mehr. Na gut, ich werde jetzt erstmal eine Runde schlafen gehen. Ich werde das mal, damit ich nicht wie so eine Axtmörderin aussehe, werde ich mal aus der Hand legen. So, also das mit den kahlen Ecken hier in meinem... nee, die Tür kann das ja nicht sein. Was ist denn das hier oben? Ah! Ach, da kommen wir dann hin. Sonnenkristall, Sonnenkristall, Sonnenkristall. Ach, wie cool. Kann man damit aber auch nicht machen, ne? Schaufeln vielleicht? Auch nicht? Entfernen kann ich auch nicht wirklich. Da geht's noch mal höher. Ah, sag mir nicht, ich brauche da eine bessere Axt für. Och nein, tu mir das nicht an. Die Sache. Oh Gott, ich hoffe, da wird was dran gemacht. Das sieht ja wirklich schlimm aus. Oh, das ist irgendwie ein schönes Bild. Das muss ich mal eben. Aber eins verstehe ich nicht. Wir sind jetzt hochgegangen. Dann hätten wir da oben quasi noch einen Balkon. Wir sind jetzt hochgegangen und sind aber auf der gleichen Fläche wieder ausgekommen, wie wir hier reingehen. Das ist wirklich ein magisches Haus irgendwie. So, wir haben aber jetzt wieder einen neuen Tag. Das heißt, wir müssten hier nochmal gießen. Das machen wir auf jeden Fall. So. Das einmal auffüllen. Und ja, dann machen wir halt nochmal ein bisschen was hier draußen. Das drin, das wurmt mich jetzt. Ich kann da jetzt garantiert nicht hingehen. Ich habe ja noch nicht mal die alten Schulden bezahlt. Wahrscheinlich sagt er dann zu mir, bevor du irgendwas... Oh, was ist da? Ah, Moment. Wachsen jetzt Brennnesseln hier? Ja, wie cool. Hä, ich bin doch vorher auch hier rumgelaufen. Wieso waren die dann vorher noch nicht da? Na also, jetzt kann ich mein eigenes Rezept für May vorbereiten. Die Blätter sehen saftig und nahrhaft aus. Sie werden eine tolle Suppe ergeben. Ja, cool. So, Moment. Die Frage ist, brauchen wir hier noch viel, was wir wegmachen müssen? Sonst würde ich das nämlich nochmal eben machen, bevor wir die Suppe machen. Ich will auch die Folge jetzt nicht ganz so lange machen, weil ich die jetzt ja tatsächlich als Let's Play auslege. Eigentlich hätte ich sie dann ja bei Beendigung des Tages schon abschließen müssen, aber ich möchte halt doch noch so einiges immer in einer Folge reinbekommen hier. Mal gucken. Also wir haben jetzt sehr viele Steine, denke ich mal schon. Obwohl, naja gut, es kommen immer nur 3 Steine oder so raus, ne? Die Frage ist, was können wir damit machen? Wir können Ziegel machen. Es könnte dann, also stand zumindest da. Es könnte dann ein Hinweis darauf sein, dass wir Möbel bauen können, vielleicht aus Ziegel oder einen Ofen. Einen Ofen, ja gut, einen Ofen brauchen wir eigentlich nicht, weil wir haben ja unseren Topf. Da können, obwohl ein Ofen vielleicht für Wärme oder sowas, keine Ahnung. Ich meine, es sieht ja hier so schön sommermäßig aus, ne? Ich habe auch so schön mein Sommerhemdchen angezogen. Ich mag sowieso solche Tanktops immer sehr gerne, wenn man dann ohne Arme die Sachen hat. Ah, das schaffen wir noch. Komm, dann haben wir es einmal hier so drumherum freigelegt.
Haben wir ganz viel geackert hier in dieser Folge. Die gehen auch nicht kaputt, so wie das aussieht. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Ich hasse das immer, wenn die Sachen kaputt gehen. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die Suppe. Wir haben auch immer noch keine Möglichkeit. Ach, was ist denn hiermit? Kann man das? Moment, die Bretter? Konnte ich die Bretter gerade anvisieren? Oh ja. Holzkiste. Ich hab's doch gerade noch gesagt. Wir haben immer noch keine Kiste, wo wir was reintun können. Ja, geil. Geil, geil, geil. Bitte nicht das Bett schlagen. Okay. Ich dachte gerade schon. Weil das ist ja so ein bisschen blöd daneben. Das können wir wegmachen und dann bitte das dahinter. Ja, perfekt. Sehr schön. Was jetzt? Hä? Legt die sich jetzt jedes Mal hin, nur weil ich zwei Sachen hier wegmache, oder was? Will die mich veräppeln? Ich meine, das sieht zwar ganz schön aus, wenn das so da dran ist, aber wir wollen ja hier auch ein bisschen was machen, ne? Und wir wollen das auch so machen, sage ich mal, wie das Spiel das eigentlich vorgesehen hat. Ich hoffe, dass die Werkbank dadurch nicht kaputt geht. Können wir Regalbretter vielleicht damit machen? Sieht nicht... Achso, Moment. Ach, mit der Werkbank können wir jetzt eine Holz... Nee, für die Holzkiste brauchen wir 10 Bretter. Für eine Holztruhe auch. Sie ist schwer. Ja, toll. okay. Was mit den Sachen ist, weiß ich immer noch nicht so richtig. Das können wir jetzt endlich nehmen. Ich hoffe, dass da jetzt nicht das Bett kaputt geht. Okay, perfekt. Ich dachte schon. Ich hatte so ein bisschen Panik, dass jetzt doch irgendwie das Bett noch kaputt geht. Was ist mit dir? Dich können wir nicht machen, ne? Nee, du gehörst so zum Inventar, nehme ich mal an. Aber was wir vielleicht machen könnten, sehe ich gerade. Ja, genau. Das hat mich nämlich schon die ganze Zeit gestört hier. Haben wir denn hier auch Sand oder so jetzt bekommen? Nö, das leider nicht. Na gut. Ist aber nicht schlimm. Tja, was ich immer noch nicht so genau weiß, wie wir das wegmachen können. Ah, also doch hiermit. Teller. Ja, sehr geil. Dann können wir das nämlich hier auch wegschaufeln. Dann haben wir ja auch ein bisschen Platz. Cool. Mit dem Brett da oben bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir könnten mal... Ah, anscheinend können wir es nicht so anvisieren. Aber das ist cool. Dann haben wir doch wenigstens schon mal gut Platz hier im Raum. Haben wir hier oben... Ja, genau. Da haben wir jetzt noch die Dinger. Lehm war das, glaube ich, gerade, oder? Ja, wir haben Lehm bekommen aus den Krügen. Sehr cool. Machen wir hier den Raum auch noch ein bisschen freier. Was ist denn das für ein Spiegel hier? Verwenden. Ach, guck mal. Da kann ich mich... Da hätte ich mich hier auch noch umbenennen können. Dann hätte ich gar nicht hier bei Männlein Weiblein... Dann hätte ich gar nicht... ja, normales neu machen müssen. Schade. Aber ist nicht schlimm. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid. Ihr könnt das auch, wenn ihr mit irgendwas nicht ganz zufrieden seid oder so. Ach, das ist der Keller, wo wir quasi reingehen. Wenn ihr mit irgendwas nicht zufrieden seid, dann könnt ihr... Oder sind wir da reingekommen? Da sind wir reingekommen. Dann könnt ihr das im Nachhinein nochmal ändern. Das wollte ich sagen. So, verlassen ist dann nach draußen gehen. Keller? Sie ist von der anderen Seite blockiert. Ach, ihr könnt mich doch mal. Das ist doch gemein. Aber ich finde es gut, dass wir den ganzen anderen Rest machen konnten schon mal. Okay. Dann machen wir jetzt noch für die eine ganz schnell die Brennnesselsuppe. Ach, da brauchen wir Wasser für. Okay. Also, Wasser zweimal hinzufügen. Da ist auch schon Wasser drin, oder nicht? Erwärmen... Brennnessel fünfmal rühren. Eins, zwei, erwärmen. Wahrscheinlich, wenn das dann in der Mitte ist, muss ich das hinzufügen, oder? Oder kann ich das hier steuern? Nee.
So. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Mal und umrühren. Also schwer ist es nicht, aber man muss sich echt ein bisschen konzentrieren. Riecht gut. Und so eine leuchtend grüne Farbe. Ich bin sicher, May wird sie lieben. Ich sollte sie erbringen, solange sie noch heiß ist. Okay, mache ich, mache ich. Ich kann immer noch keine Kiste machen, ne? Ich habe dafür zu wenig. Ach, warte mal. Ah, Holz. Ja, die Frage ist jetzt, kann ich was in die Holzkiste tun? Also bei einer Holztruhe bin ich mir ziemlich sicher, dass ich was reintun kann. Beides kostet halt gleich viel. Deswegen, wir fangen am besten erstmal mit einer Holztruhe an. Was sind das? Ach so, Ziegelstein. Holztruhe, brauchen wir noch drei Bretter für. Dann können wir nämlich hier. Na, ich hätte gerne nicht alles. Ach so, aus einem Baumstamm kommen sechs Bretter. Ah, das ist ja richtig cool. Dann würde ich sagen, nehmen wir die nämlich, tauschen die mal eben aus. Und stellen die irgendwo. Kann man ein bisschen drehen. So. Stellen die dahin. Yay! Unsere erste Truhe. Oh, ist das cool. Ich bin so aufgeregt irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber ich bin total aufgeregt. So, Mann, die Sachen lassen wir alle hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn wir was kochen wollen. Ich schätze mal, dass wir dann Kristallweizen lernen. Sie sehen aus wie Kristalle. Ist das wirklich sicher zu essen? Da bin ich mir nicht sicher. Ich mache das mal vorsichtshalber in die erste Reihe. Grünschnitt, der Anfang und das Ende. Wird wahrscheinlich noch Kompost werden, nehme ich mal an. Nee, Kartoffel ist Essen. Kuchen. Ja gut, den können wir eigentlich im Inventar lassen, wenn wir mal was essen wollen. Salz ist auch zum Kochen. Wasser ist zum Kochen. Kartoffelsuppe lasse ich jetzt auch erstmal hier. Das geben wir ab und das Brot. Ja, war das Brot? Lounge-Paket war das. Das lassen wir auf jeden Fall erstmal so hier. Dann geben wir jetzt als letzten Akt, würde ich sagen, heute noch mal kurz zu May. Vorausgesetzt, wir finden heraus, wo sie ist. Spa. Werkstatt. Gemischtwarenladen. Moment, wir wissen doch, wo sie ist. Hier. Backstübchen ist. Ach, das soll ein Backstübchen sein. Ja, klar. Also, wir gehen bis hier. Dann gehen wir die rechte. Dann müssten wir uns ja eigentlich links halten. So links geradeaus. Ich bin mir nicht sicher, wie das hier funktioniert. Deswegen müssen wir mal schauen. Was war eigentlich hiermit? Kann man da irgendwas machen? Nö. Das sind nur die Grenzsteine, bis wo mein Zuhause ist, oder wie? So, das heißt, hier müssten wir rechts rum und dann immer so gerade. Ah ja, da unten. Ja, ich sehe schon. Ja, irgendwann muss ich auch nicht mehr gucken, weil so besonders groß scheint das hier auch nicht zu sein. Hallo, wer bist du denn? Guten Tag. Ja, wenn du hier bist, um das Spektakel zu sehen, dann frag meinen Vater danach. Eigentlich bin ich neu hier und wollte einfach mal Hallo sagen. Hallo. Also, es gibt ein Spektakel, das du nicht magst? Besuche einfach die Touristenfalle und überzeuge dich selbst. Wenn du es erträgst, dass mein Vater stundenlang darüber redet, wie toll es ist. Du solltest so schnell wie möglich abreisen. Hier auf dieser langweiligen Insel gibt es nichts. Nun, ich bin gerade erst hergezogen und. Warum? Wie auch immer. Willkommen, schätze ich. Der guckt auch schon so, so nach dem Motto: Nach mir die Sintflut, mir ist alles egal. Ist das der Vater? Ruth, der Mächtige, der Vierte. Willkommen! Lass dich von den Wundern in meiner Sammlung überraschen. Ich bin Rudal, der mächtige Vier, aber du kannst mich Ruth nennen. Der Mächtige. Hallo, ich bin ein Gelehrter, der sich mit den Künsten auskennt. Nun,
Ich weiß, solche Dinge weißt du. Ich sehe die Vergangenheit, die Gegenwart und die meandernden Ströme dessen, was passieren könnte. Weißt du, leider sehe ich zu viel und manchmal schweifen meine Gedanken ab. Ich. Du bist keine Person der vielen Worte, wie ich sehe. Das ist doch gut so. Ich sehe, wir werden uns wiedersehen. Okay, ich erledige mal kurz meine Aufgabe. Hallöchen, hey. Sind wir denn da? Ach, die ist hier, oder? Hey, bist du oben? Hallo? Ich habe Muffins gefunden, Croissant und Teekuchen. Hier ist auch noch was. Bärenbildschirm, was? Hölzernes Keyboard? Okay. Das würde passen zu diesem einen Schlafanzug oder was das war. Der sah so süß aus. Okay. May, bist du da? Die Tür ist verschlossen. Schade. Wo ist sie denn? Ich denke, die muss arbeiten. Ah, wir haben wieder was Neues. Wir klauen uns mal einfach was. Ist das in Ordnung? Ich könnte mir ja theoretisch hier wieder einen Kuchen machen, oder? Zack. Könnte ich den Kuchen vielleicht verkaufen? Das ist jetzt nur so eine Idee von mir. Ach, da ist sie. Moment. Habe ich hier Kost und Logis frei? Darf ich mir immer was machen? Hallöchen. Was kann ich für dich tun? Ich habe ein Geschenk für dich. Ein Kuchen. Den habe ich selber gebacken. Brennnesselsuppe. Bitteschön. Schenken. Da. Was für eine schöne Überraschung. Vielen Dank. So. Dein Ernst? Das ist nicht dein Ernst. Muss ich die jetzt nochmal machen, weil ich das als Geschenk abgegeben habe? Nee, oder? Jetzt sag mir nicht, ich habe jetzt die Quest kaputt gemacht. Ich habe versucht, einige Pflanzen anzubauen, aber sie sehen krank aus. Hast du sie gegossen? Ja, natürlich. Vielleicht liegt es am Boden. Du könntest versuchen, ihn zu düngen. Gute Idee. Wo kann ich Dünger bekommen? Gute Frage. Vielleicht hat der neue Gemischtwarenladen so etwas. Danke, ich werde mal nachsehen. Und ich werde mal eben gucken, was man bei dir kaufen kann. Alles, was man quasi selber hier auch machen kann. Okay. Kann ich bei dir was verkaufen vielleicht? Nee. Aber ich muss jetzt tatsächlich nochmal alles neu machen. Wollt ihr mich denn veräppeln? Hättet ihr mal auch vorher sagen können, dass ich das darüber machen muss? Ah, ja, ich würde aber trotzdem sagen, die Folge wird dafür zu lange. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt. Bist du der Gemischtwarenladen? Willkommen, Reisender. Wie kann ich dir helfen? Eigentlich bin ich gerade erst hergezogen. Ich wollte meinen Nachbarn Hallo sagen. Das ist doch mal eine angenehme Überraschung. Ich bin auch vor nicht allzu langer Zeit hergezogen. Willkommen, Nachbar. Haha. Schön. Wir sind also beide nicht von hier. Ja, in der Tat. Toller Smalltalk. Ich bin noch dabei, meinen Laden zu organisieren. Aber du kannst dir gerne ansehen, was ich derzeit auf Lager habe. Ich verkaufe allgemein Waren für den täglichen Bedarf. Sag mir Bescheid, wenn dir etwas ins Auge sticht. Oh, und schau öfter vorbei, denn ich tue mein Bestes, um es interessant zu halten. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, Nachbar. Ja, Samen. Samen sehen gut aus. Grassamen, Kartoffelsamen. Katzenfutter? Kann ich auch eine Katze haben? Das wäre natürlich cool. Düngemittel. Okay, wir kaufen mal 5 Düngemittel. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Mehl können wir uns ja eigentlich klauen. Also, ich hoffe es zumindest, dass wir das mit rausnehmen dürfen. Wenn nicht, dann müssen wir uns halt immer Kuchen da backen.
Baumwollkapsel, Zapfer. Ach du Schande, was hat der denn alles? Okay, kein Thema. Geh in den Garten. Gemeinschaftskiste? Das ist, damit es ihm besser geht, oder was? Schild lesen? Gemischtwarenladen. Na gut. Was ich eigentlich sagen wollte, bevor ich jetzt hier schon wieder hängen geblieben bin, dass ich die Folge nicht zu lange machen wollte und dass ich deswegen sagen würde, dass ich mich jetzt noch hier zum Haus begebe, mal kurz nachgucke, ob ich tatsächlich schon Brennnesseln habe. Ich kann ja auch schon wieder was Neues lesen. Ja, es sind keine Brennnesseln nachgewachsen. Schade. Ich nehme mal an, dass wir dann, dass wir die vielleicht nach dem Schlafen dann nochmal kriegen werden. Keine Ahnung. Teilen ist wichtig. Sei gegrüßt, mein Freund. Ich hoffe, du hattest bisher einen wundervollen Tag. Unser letztes Treffen hat mich auf eine tolle Idee gebracht, da wir beide vor nicht allzu langer Zeit auf diese schöne Insel gekommen sind und wir beide versuchen, mit den Leuten, die hier leben, in Kontakt zu treten, habe ich die perfekte Gelegenheit für dich. Bitte triff mich im Gemischtwarenladen, wenn du Zeit findest, und ich werde dir alles erklären. Okay, das hat dann wahrscheinlich mit der Kiste zu tun, die ich jetzt gerade gefunden habe. Sollen wir jetzt hier noch was Wasser reinmachen oder nicht? Bevor ich jetzt rausgehe, glaube ich, gieße ich die noch mal so ein bisschen. Und die große Frage ist, kann ich den... Oh ja, der Dünger, der ist hier... Nur Tutorial, okay. So. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Denke ich zumindest. Wir werden dann hier erstmal einen kleinen Cut machen, den ich schon vor einer Viertelstunde eigentlich machen wollte. Aber ich bin hier irgendwie gerade so im Fieber mit diesem Spiel. Und ich finde das gerade ehrlich gesagt so cool gemacht, dass ich gar nicht aufhören kann. Aber ich muss mal so langsam, aber sicher was zu essen machen hier. Deswegen danke fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr sehen wollt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet und ob ihr es selber vielleicht sogar schon spielt. Ob ihr das überhaupt auf dem Schirm hattet vorher. Und ja, ich sage dann einfach mal bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und bis zur nächsten Folge. Ciao!